Privet, meine Glibeeren und Freunde der schlechten Unterhaltung. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Finstergeist rufen. Ja, ganz bestimmt, so sehe ich auch aus. Beim letzten Mal sind wir hier vor Anor Londo stehen geblieben. Und ich muss euch eine Sache gestehen. Da hinten liegen Seelen. Denn ich habe gerade eben schon 10 Minuten aufgenommen. Und die Tatsache, dass ich immer noch hier bin, sollte euch sagen, wie gut ich in diesen 10 Minuten vorangeschritten bin, weswegen ich mich entschieden habe, die Aufnahme komplett neu zu starten. Und das ist sogar schon das zweite Mal, dass ich neu starte. Davor waren es schon 5 Minuten, die ich grauenhaft aufgenommen habe. Anders gesagt, ich spiele schon seit 15 Minuten, ohne irgendwas Gescheites auf die Reihe zu kriegen. Und wie es aussieht, ändert es sich auch nicht. Aber ich glaube, diesmal... Ritter da hinten, bitte geh wieder weg. Aber ich glaube, diesmal lasse ich euch einfach teilwerden an meinen kläglichen Versuchen, hier irgendwas zu meistern. Und weg mit dir. So. Schild weggeschlagen. Und keine Ausdauer mehr gehabt. Na super. Der Typ ist nebenbei sehr nervig. Wollte ich nur gesagt haben. Sehr mit seinem Blitzspeer. So, danke. Groß ist die Raid-Scherbe. Die letzten Mal gab es nur eine kleine. Ja, ich bin eigentlich nur nach da rechts gelaufen und war schon tot. Das war so der größte Fortschritt, den ich in der vorigen Aufnahme gemacht habe. Und ich glaube, den bekämpfe ich auf eine ganz tricky Weise dieses Mal. Indem ich sterbe. Nein, natürlich nicht. Die letzten Male hat es auch geklappt. Also, bei dem anderen Ritter da. Ich habe die letzten Male immer den Speertypen mit dem Inferno hier besiegt. Und nicht den hier. Und scheinbar klappt es bei dem hier nicht so ganz. Weg. Trinken. Ich habe eigentlich, das muss ich sagen, ich spiele komplett anders, als ich es damals in Dark Souls 1 getan habe. Denn mir wurde damals beigebracht, niemals vom Angriff wegzurollen. Das war so das, was ich als allererstes in Dark Souls 1 gelernt habe. Immer in den Angriff reinrollen. Niemals weg davon. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich mich nicht mehr dran halte. Ich versuche, mich mehr dran zu halten. Vorrichtung verschlossen, wer hätte es erwartet? Da links müsste ja da oben der Tod auf mich lauern. Nein, eigentlich ein Schmied. Zumindest in Dark Souls 1 war das so. Und in Dark Souls 1 war hier ein Gegner. Ich finde es schon cool, das Gebiet hier so wieder zu entdecken. Und hier war auch ein Gegner. Warum sind hier nirgends Gegner? Die zwei großen Ritter wurden auch durch schwarze Ritter oder Silberritter oder was auch immer ersetzt. Versucht rollen. Oh, da unten kann sogar wirklich was sein, aber ich bin nicht so geisteskrank, wenn ich schon mal Fortschritte gemacht habe. Im Hintergrund klingelt ein Telefon. Nein! Was haben sie dir angetan? Der arme Schmied, der war so lieb. Kohle des Riesen. Zeit für Tränen. Ja, Zeit für Tränen. Können wir hier hoch? Das war ja immer eine Abkürzung. Deswegen hatte man die in Dark Souls 1 recht spät freigeschalten. Einerseits ist es ja schon cool, dass sie das Gebiet recycelt haben, weil jetzt kenne ich mich so teilweise hier aus. Okay. Beim Dark Souls. Bei Dark Souls 1 sah es hier aber ein Ticken anders aus. Man ist weiter unten rausgekommen. Okay, hier scheint es keine. Oh! Die haben das Fenster repariert. Na dann. Okay, da unten ist der Bossnebel, wo es Ornstein und Smoke, Smoke, Smalt, was auch immer, gab. Ich habe keine Ahnung, wie man den aussprechen soll. Falls ihr das wisst, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, weil ich kenne ungefähr 5 verschiedene Aussprachen für Smoke.
Und ich glaube, ich bleibe bei Smaug. So. Der Grund, weswegen man nebenbei in die Angriffe reinrollen soll, ist, weil man dadurch die Iframes gut ausnutzen kann, in denen man beim Rollen unverwundbar ist. So. Bringt natürlich gar nichts, wenn man dennoch Schaden kriegt. Oder nicht rechtzeitig rollen kann, was auf irgendeiner Weise zusammenhängt. Nein! Nerv mich nicht mehr. Ist er gerade einfach umgefallen? Au! Da ist noch einer hinter mir. Von wo kommst denn du jetzt? Du kriegst erstmal einen Backstab hinten rein. Hier stehen überall die. Boah, Anor Londo sieht so dunkel aus. Da konnte man im ersten Teil zu Lea rufen. Das weiß ich noch, wo der Typ steht. Das weiß ich noch. Das Gebiet ist halt schon so ein bisschen Fanservice für Leute, die Anor Londo mochten. Da unten ist irgend so ein Schleim. Hier stehen auch keine großen Ritter mehr. Der hat irgendwas gedroppt. Menschlicher Abschaum. Na dann. Achso, das war ja dieses Zeug, was man für den einen Eid braucht. Beweis der Eintracht. Ich mag kein Fußball. Beweis der Eintracht. Beweis, dass ein blauer Wächter. Hier gibt es nur so Eidzeug. Finde ich doof, weil ich mich ja nicht viel mit Eiden befasse an sich. So, hier runter. Okay, hier sind ganz viele Schleime. Und drei Feuerhainis. Die Feuerhainis sollte man schnell erledigen können. So. Und durchswipen. Das ist der Vorteil an der Waffe. Man kann damit einfach große Mengen an Gegner auf einmal verprügeln. Und euch Schleime kann ich ja ganz getrost mit dem Feuer kaputt machen. Das war schon immer so, auch in Dark Souls 1, dass die Schleime sehr empfindlich auf Pyromantie sind. Aber ich glaube, so empfindlich waren sie im ersten Teil noch nicht. Und wie schnell war denn die Lava gerade weg? Saugen die Schleime das auf oder wie? So. Und dich erledige ich nochmal. Ja. Ohne Pyromantie halten die Dinger einfach so unmenschlich viel aus. Aber sie sind ja keine große Gefahr an sich. Oh, hier ist ja noch einer. Theoretisch. Ja, okay. Es macht ihnen ein bisschen Schaden, aber nicht viel. Ich hatte gehofft, der Feuereffekt. Obwohl, Webmart. Falsche Richtung. So. Ja, die Webmart, die haut gut rein. Also, wenn das Schwert gebufft ist, ja. Gegen die hilft so ein gebufftes. Au. Schwert schon. Ich lasse mich natürlich von dem Schleim treffen. Ich bin eine talentierte Form von Let's Player. So, zweimal und du solltest weg sein. Oder fast. Ist ja auch immer mit einem Millimeter überleben. Das Tor kann ich jetzt öffnen. Sollte möglich sein. Hier war ja immer das Ding zum Entriegeln. Jo. Und Opening. Oh, hi. Irgendwie habe ich es mir schon gedacht, dass das nicht ganz so einfach sein wird. Und sind die Schleime wieder da? Hä? Ich habe euch doch alle gerade umgebracht. Von wo kommt ihr denn plötzlich? Was bist du eigentlich für ein Ding? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Nein. Pyromantie? Habe ich das schon mal bekämpft in Dark Souls 3? Ich glaube schon. Ich glaube, irgendwann ganz zu Beginn im ersten Gebiet oder so gab es sowas Ähnliches. Wo ich ja dachte, dass es der eine Typi ist, weil wir seinen Ring nach ihm bekommen haben. Oh, scheiße, das Ding schießt ja mit Fluch. Und wir haben nicht mehr genug Mana. Ich habe eine Idee, wie man gegen das Teil ankämpfen könnte. Es sieht ja recht groß aus. Also sollte es nicht geschickt darin sein, Treppen zu laufen. Aber es ist geschickt darin,
einem Sprungangriff ausweichen oder auch nicht. Okay. Nein, ich wollte nicht nochmal zuhauen. Ich wollte wieder hoch auf die Treppen. So. Ja, ja, schick deine Flüche umher. Die stören mich nicht so sehr. Ist er tot? Jo. Ja, das mit dem Sprungangriff war eine ziemlich gute Taktik. Rubin von Aldrich. Genau, wir haben beim letzten Mal auch irgendwas von Aldrich bekommen. Warum kriegen wir bei den Dingern immer was von Aldrich? Was macht denn der Rubin von Aldrich? Regeneriert TP von kritischen Angriffen. Kann man machen, muss man nicht. So. Dann wäre der Shortcut zum Boss schon mal fest. Hier liegt noch ganz viel Zeug rum. Mondlichtpfeile. Das ist nett. Auch wenn ich keine Ahnung habe, warum Mondlichtzeug hier rumliegt. Nicht voraus Tür. Hä? War da im ersten Teil eine Tür? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich nicht ganz mehr dran erinnern. Aber ja, gut möglich, dass da eine Tür war. Stimmt. Das war der andere Weg. Und da kam man ursprünglich raus und dann konnte man hier hoch und drüber rollen zu der Plattform, wo wir vorhin waren. Oder man geht zum Riesen und von dort konnte man das Shortcut öffnen. Genau so war das. Ah, ich bin klug. Ganz, ganz klug. Wir haben keinerlei Estos. Wir sind ziemlich angeschlagen. Ich glaube, der Boss ist nicht so eine gute Idee. Ich habe so eine leichte Vermutung, wir würden sterben. Aber das kann auch nur ein Irrtum meinerseits sein. Wir würden wahrscheinlich nicht sterben. Und da rechts kann man nach Timbuktu. Wir werden sowas von sterben. Du, du, du. Nein, du siehst mich nicht. Hi. Ich glaube, euch sollte klar sein, was ich mit dem Typen anfangen will. Ich habe nämlich keine Lust, irgendwo da hinten meine ganzen Seelen zu verlieren. Also, komm bitte zu meinem Rastplatz. Die Ritter hatten ja immer eine hohe Range, wo die einen verfolgen. Das weiß ich noch. So, pariert. Und jetzt kriegst du einen ab. Das Parieren ist mir in den Versuchsparts, ich habe keine Ahnung, wie ich die nennen soll, auch nie gelungen. Das war minimal peinlich. Mist. Ich wollte parieren, aber der hat leider einen anderen Angriff gemacht, als ich gedacht habe. Aber, wir haben jetzt wenigstens unsere Seelen neben dem Bonfire. Können dann kurz zurück zum Feuerbandschrein, damit große Magie bewirken und dann... der nächste Boss. Ich sehe es kommen. Ich werde so viel cutten müssen. Das ist nicht mehr schön. Das ist wirklich nicht. Ich frage mich, welchen Boss sie dahin machen. Weil der Boss in Dark Souls 1 war ja für viele, also das war ja der Doppelboss, Smoke und Ornstein. Und für viele war das der schwerste Boss in Dark Souls 1. Was ich ehrlich gesagt nie verstanden habe, weil ich habe die fast immer am First Try gemacht. Very well then taken. Ich fand Ornstein und Smoke immer sehr, sehr einfach. Ich habe auch nicht die Taktik gemacht, dass ich zuerst Ornstein getötet habe und dann gegen Smoke gekämpft habe, sondern zuerst Smoke und dann gegen Ornstein. Das fand ich einfacher, weil als ich das andere probiert habe, bin ich gestorben. Das war im New Game Plus, glaube ich, als ich das probiert habe. Weil ich gehört habe, das soll einfacher sein. Very well then taken. So. Und jetzt wieder dieser schöne Moment, wo ich eigentlich gesagt habe, dass ich was Bestimmtes aufleveln will und dann level ich es nicht auf. Ich glaube Geschicklichkeit. Ich bin mir nicht sicher. Oder habe ich Geschick schon aufgelevelt? Ich glaube, ich habe Geschick schon aufgelevelt, um das hier tragen zu können. Genau. Das heißt, wir sollten ohne große Reue, Intelligenz oder... Zauberei wäre halt super für mehr FP. Und wir brauchen auch irgendwann Zauberei-Slots. Das wäre natürlich auch mal wieder schön. Aber... ich tendiere zu...
Intelligenz. Farewell, Ashenmi. Und schau mal, wie viel Intelligenz ich denn brauche, um mir irgendwas Cooles beim Zauberer da zu kaufen. Ihr müsst ja bedenken, meine Zauber und meine Pyromantie werden ja auch stärker mit Intelligenz. Sollte zumindest so sein. Das skaliert doch mit C. Okay, das... Nee, auf Wunder. Fuck. Ups. Egal. Bergmann. Habt ihr nie gesehen. Habt ihr einfach nie gesehen. Ihr denkt, es skaliert mit allem, was auch immer. Okay, ich brauche 32 für den Seelenspeer. Das bedeutet 11 Level noch. Das kann dauern. Das kann wirklich dauern. Obwohl, Pharaon-Blitzschwert? Seelengroßschwert. Das ist auch cool und das haben wir sogar bald. Und ich glaube, ich kaufe mir deswegen den Zauber schon mal. Einfach damit, sobald wir ja, uns das leisten können, ein Pharaon-Großschwert haben. Und danach skill ich, glaube ich, auf Zauberei. Also das sind so meine Pläne, bis ich einen weiteren Zauberslot habe. Und ich weiß nicht, ob ich danach noch auf Magie gehen soll. Mir ist gerade eine coole Sache aufgefallen, die ich euch kurz zeigen muss. Ich weiß nicht, ob sie euch schon mal aufgefallen ist. Denn das ist so eine Sache, ich glaube, die übersieht man sehr, sehr leicht. Oder vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Aber wenn ich richtig sehe, da oben... Ah nee, okay, die Tür ist zu. Okay, schade. Ich hatte das Gefühl, dass sich das Bild geändert hat, weil wir die Tür geöffnet haben. Das wäre verdammt cool geworden. Au! Wie hat er mich getroffen? Mein Gott! Der war ja nicht mal annähernd an mir dran. What the hell? Naja. Ich würde sagen, wir rennen durch zum Boss. Weil wozu uns hier groß aufhalten? Vielleicht um Schaden zu kassieren. Ich hätte vielleicht erst beim Boss trinken sollen. Aber man kann es ja dennoch probieren und wir haben es irgendwie geschafft. Hallo, lieber Boss. Aldrich, der Götterfresser. Oh Gott. Oh Gott, nein. Der sieht... Der ist... Oh Gott, nein. Der sieht schon aus wie... Der sieht schon aus wie Krebs. Oh Gott, ist der cool. Und das ist einfach die gleiche Stage wie bei Smaug und Ornstein. Wie cool ist denn... Au. Alles hier gerade. Ich find's voll cool. Und warum schreie ich eigentlich? Ich weiß es nicht. Und der nervt mich jetzt schon mit seinen Zaubern. Trinken? So. Easy Foi Foi. Ist das die Musik? Oh Gott, das ist cool. Das war ja auch schon bei Dark Souls. Bei Dark Souls 1 so ähnlich. Die Musik von bestimmten Bossen hat sich geähnelt, weil sie storymäßig zusammenhängen, die Bosse. Und hier ist es, glaube ich, wieder der Fall, weil das ist der Boss von... der Boss sieht nämlich ein bisschen aus wie Gwen. Ich habe den Namen vergessen. Klang ein bisschen wie Gwindovir, aber ein bisschen männlicher. Irgendwas mit Gwen, glaube ich. Und ja, die Musik war sehr ähnlich zu der von Sif. Oder war es bei Sif? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es bei Sif auch war. Aber auf jeden Fall zum Mondlicht Butterfly. Und die hingen halt storymäßig zusammen, weil beides Geschöpfe waren von Sif erschaffen. Oh oh. Fuck. Okay. Der Boss wird lustig. Der wird lustig. Unfassbar lustig. Und für den rüste ich auch mal wieder mein Schlachtermesser aus. Weil bei dem brauche ich eine gute Rüstung. Am besten eine mit Magieabwehr. Schlachtermesser. So, Rüstung. Achso, hier. Ich war gerade ein bisschen blind. So, Rüstung des Hohepriesters. Stulpen des Hohepriesters.
Warum sind wir jetzt über... Ach so, wahrscheinlich wegen dem Bogen. Ja, okay, den brauchen wir nicht. Jo. Warum habe ich eigentlich die Rüstung des Hohepriesters? Was hat denn bei mir am meisten Magieresistenz? Scheinbar die Rüstung des Hohepriesters, wenn ich richtig sehe. Es scheint eine... Ja, da gab es irgendwas, aber bevor die beiden Dödel mich hier schon wieder in die Enge nehmen, laufe ich lieber an denen vorbei. Auf zum Boss. Schön um alle Ecken. Und ich habe halt das Schlachtermesser deswegen wieder ausgerüstet. Denn das ist um einiges schneller und bei ihm brauchen wir Geschwindigkeit. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Diesen Boss mit einer langsamen Waffe bekämpfen ist doof. Sehr doof. Und wir müssen nah an ihm dran sein, glaube ich. So. Taste my fire. Was? Jetzt schon? Die letzten Male hast du die Pfeile etwas später auch gemacht, kleiner Aldrich. Aber hey, jetzt wissen wir wenigstens, wie Aldrich aussieht. Und ich glaube, Aldrich ist so ein bisschen so der Sieve von Dark Souls 3 bei all den Wesen, die Zeug von ihm fallen gelassen haben. Ah, fuck. Keine Mana mehr. Die Pyromantie macht ihm gut Schaden. Muss man leider sich eingestehen. Au. Und er macht auch gut Schaden. Muss man auch leider sich eingestehen. Und warum macht er diesen Zauber zweimal? So. Nein, du spannst. Oh, immer der mit seinen verkackten Pfeilen. So, wo spawnt er jetzt? Was? Feuerphase? Are you fucking kidding me? Warum brennst du denn jetzt? Der hat eine weitere Phase. Was? Au. Nein. So. Warum sind diese Pfeile immer hinter mir? Warum? Ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, mit Feuer lässt es sich eigentlich ganz gut bekämpfen. Ihr merkt, ich habe gerade ein bisschen Spaß daran, an ihm meine Pyromantien auszulassen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ach, mein Gott, an Orlando, du machen mich fertig. Schon jetzt? Ich glaube, der Part müsste hier Anal Rodeo heißen. So hieß ja Anolondo bei der Dark Souls Community, zumindest für viele. Ich weiß nicht, woher sie diese Parallele nehmen, weil Anolondo klingt für mich nicht im Entferntesten wie Anal Rodeo. Also, es hat einen gleichen Anfangsbuchstaben, aber mehr auch nicht. Ich verstehe es nicht. I don't get it. I'm sorry. So, und jetzt Feuerball. Feuerball. Und sterben. Oder zumindest fast. So, Feuerball. Nein, ich wollte trinken. So. Den macht er. Okay, den macht er immer zweimal und den zweiten schaffe ich irgendwie nie, ihm auszuweichen. Boah, der erinnert mich gerade ein bisschen an einen Boss aus. Oh Gott, wie hieß es denn? Diese Dark Souls-Abklatsche. Lords of the Fallen. Der erinnert mich gerade ein bisschen an einen Boss an Lords of the Fallen, aber ich kann mich gerade ehrlich gesagt nicht daran erinnern, an welchen genau. Und ich habe irgendwie das Gefühl, seine Feuerresistenz ist in dieser Phase etwas höher. Würde zumindest Sinn ergeben. Nein, ich habe keinen Mana mehr. Oh Gott, nein. Nicht wieder diese Pfeile. Au. In der zweiten Phase sind sie, glaube ich, penetranter.
Um einiges. So. Och nö. Och nö. Kann man ihn mit seinen eigenen Pfeilen treffen? Das wäre cool. Echt jetzt? Ohne Scheiß? Der kann, während er die Pfeile macht, noch weitere Angriffe machen? Nee, oder? Mist. Mist. Wirklich Mist. Was ich mich frage, kann man ihn mit seinen eigenen Pfeilen treffen, wenn man ganz nah an ihn rangeht? Wäre ein Versuch wert. Und ich versuche den echt so ein bisschen mit Pyromantie pur zu machen. Oder vielleicht nicht komplett pur, aber so zum Großteil, weil, naja, macht Spaß. Ist ja auch eine gute Taktik gegen einen Boss. Einfach immer auf Abstand bleiben und Feuerbälle werfen. Ist auch nicht so einfach, wie ich finde. Weil schließlich bin ich gerade oft genug gestorben. Oh, und eigentlich müssten wir mal die ganzen Gegner bekämpfen und schauen, ob es hier ein NPC zum Beleben gibt. Wegen Story. Das ist halt so das Doofe, dass man immer zwischen Story und Spielerfahrung entscheiden muss. Habe ich, glaube ich, schon mal bei einem Boss gesagt. So. Aber es ist halt schon immer bei Dark Souls so. Au! Wenigstens trifft die zweite Ladung nicht, weil man auf dem Boden liegt. Wie oft will er das noch machen? Der hat es gerade ein bisschen oft gemacht mit den Schüssen, aber die sind mir ehrlich gesagt immer noch ein Ticken lieber als seine Pfeile, die er immer mal wieder verschießt. So. Diese Pyromantie ist eigentlich überhaupt nicht für ihn geeignet, weil er viel zu viel rumherum läuft. Die ist ja eigentlich eher für welche gedacht, die an einer Stelle bleiben. Oh Gott, nein. Au. Nein. 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 So. Trinken. Okay. Oh Gott, nicht schon wieder. Das ist, glaube ich, wirklich so der nervigste Angriff von einem Boss, den es jemals gab. So. Jetzt habe ich keine Pyromantie mehr. Fuck. Ja! Der wollte noch in den Boden, aber dann wurde er besiegt. Fürsten Asche und Seele von Aldrich. Oh, Cutscene. Ah, unkindled one. The fire fades. And awaits its one last lord. Prince Lothric is in your hands. What? Please save his soul. Warte, das war jetzt der dritte Fürst, oder? Das war ja ein Fürst, aber stand Fürstenseele. Oh, ich glaube, ich weiß jetzt, was kommt. Da habe ich mich ja einmal gespoilert. Wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube. Und ich merke gerade, ich muss nicht mal so viel schneiden, weil der Boss ging sogar. Vom zeitlichen her. Ja, okay, ich habe ihn mit Problematik. Oh ja, jetzt kommt das. Nein, wir wollen noch nicht mit dir reden. Weil ich glaube, ich weiß, obwohl wir können, wir versuchen es. Auch wenn ich glaube, es wäre eine bessere Idee. Für die Leute, die es nicht wissen, Dancer of the Borrowed Valley erwartet uns hier. Denn den Ort kennen wir schon. Hallo Lothric. Das war das erste Gebiet,
Und das ist einer der schwersten Bosse in Dark Souls 3, meines Wissens nach. Und darum kehren wir erstmal zum Feuerbandschrein zurück. Den machen wir nämlich im nächsten Part. Zwei Bosse hintereinander. Aber ja. Weil wir haben ein bisschen was an Seelen. Aber bevor wir die für allmögliches Zeug ausgeben, zuerst lesen. Eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Die Seele von Aldrich. Eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Benutzen, um viele Seelen zu erhalten. Wandeln, um ihre wahre Kraft zu extrahieren. Als Aldrich über das Schwinden des Feuers sinnierte, weckte dies Visionen über ein Zeitalter der Tiefsee. Er wusste, dass ein schwieriger Weg vor ihm lag, doch er hatte keine Furcht, denn er würde die Götter persönlich verschlingen. Okay, Aldrich war ein wahnsinniger Opi. Ich glaube, mit dem Satz kann man leben. Warum ist denn so leise? Ich habe keine Ahnung, warum der gerade so leise ist. Eigentlich sollte der lauter sein. Ja, okay, der redet immer nur wieder dasselbe. Aldrich stiehlt Gegner mit einer illusorischen Sense TP. Oh, das können wir auch gleich ausrüsten, wenn wir Intelligenz gelevelt haben. Das ist Finstermond Langbogen. Ja, ist auch cool an sich. Das ist jetzt schwer. Ich glaube, ich nehme Lebensjagdsense. Weil die klingt cool. Die klingt verdammt cool. So. Warum sind die ganzen NPCs plötzlich so leise? Eigentlich sollten sie lauter sein. Ist es verbuggt, weil das Spiel nicht damit rechnet, dass sich jemand zurückteleportiert zum Feuerbandschrein? Ich hoffe nicht. Ja, Farewell, Ashen One. Inventar. Irgendeine Seele habe ich doch noch bestimmt, die ich einsetzen kann. Ah, da. Auswahl benutzen. Ach komm, ich setze alle 5 ein und für den Rest kaufe ich mir was Schönes. Oder auch nicht. Ich glaube, das reicht immer noch nicht. Jo. Ich dachte, die geben mehr. Leider nicht. Leider nicht, leider nicht. Ich hoffe. Wie viel gebt ihr? 200. Warum habe ich das dumpfe Gefühl, das hat auch noch nicht gereicht? Ah, farewell. Dann, uno momento, por favore. Reisen. Zentrum von Iritil. Ja, ich riskiere es, ich kämpfe gegen so jemanden. Eigentlich kann ich da auch die Sense gleich ausprobieren. Wie immer. Immer hier die ganz neuen Waffen ausprobieren. Ich muss auch sagen, deren Rüstung ist mittlerweile meine Lieblingsrüstung. Mir gefällt sie einfach vom Design. Ich mag die total. Ist aber. Was wollte ich? Bescheuert. Bin ich denn behindert? Oh Gott! Nee! Oh, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gerade das Zeichen für Intelligenz und Wunder. Ich hätte den Bogen nehmen sollen. Ich hätte diesen verkackten Bogen nehmen sollen. Oh, ich habe Intelligenz und Wunder verwechselt. Oh, bitte erlöst mich einer von meinem Leid. Wie blöd kann man sein? Oh Gott. Was kann ich denn noch auswählen? Seelensperr habe ich noch nicht genug. Mein Gott, wie blöd kann man sein, Leute? Wie blöd bin ich denn? Natürlich kaufe ich mir das Falsche. Okay, ich frage mich jetzt echt, wie sieht es aus? Kriege ich dann einfach. Ah, okay, so sieht es aus. Na dann. Ganz cool. Komm her. Naja. Es geht. Also,
Das ist jetzt nicht irgendwie ironisch oder so. Das ist ernst gemeint. Ich finde, es hält sich in Grenzen. Ich habe ehrlich gesagt was Stärkeres erwartet. Aber naja. Ich habe halt erwartet, dass ich dann so gesehen als Waffe das Seelengroßschwert kriege. Und damit dann rumfechten kann, aber was soll's. Dann haben wir halt in dem Part ein paar Fehler gemacht. Wie, ja, so einiges. Oh Gott. Ich schäme mich so. Ich schäme mich so. Erstmal die falsche Waffe kaufen. Oh. Aufsteigen. Und Zauberei. Ich will einen dritten Slot irgendwann. Wie blöd kann man sein, Leute? Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt was Cooles gemacht in diesem Part. Wir haben einen Boss besiegt, nur mit Pyromantie. Also fast nur gegen Ende halt noch ein bisschen draufgekloppt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich gerne wissen. Und auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandoran.